Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Und was wir unter der letzten Folge ja diskutiert haben, wie wird es weitergehen? Ich werde auf jeden Fall mit den ganzen Erkundungsausflügen in die Wildnis weitermachen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist, weil es durchaus in dem neuen Gebiet noch ein, zwei Sachen zu sehen gibt, die wir uns noch nicht angeschaut haben und die vielleicht ganz interessant werden könnten. Und zu dem Zweck, gucken wir mal ganz kurz, es ist jetzt 9 Uhr morgens, bisschen Hunger, bisschen Durst, das erledigen wir mal noch, bevor wir irgendwie rausgehen und hoffen, dass sich in der Zeit das Wetter draußen auch noch ein kleines bisschen beruhigt. Denn wie sich's anhört, ist da draußen schon wieder ein Sturm dabei, über das Land zu ziehen. Und in dem wollte ich eigentlich nicht rausgehen. Und was natürlich auch noch ein ganz guter Hinweis war, ich kann natürlich die ganzen Blödsinn, die ganzen Streichhölzer alle auch raustun, weil ich habe ja diesen Feuerstahl, also dieses Feuerzeug hier. Und zumindest muss ich dann ja nicht sämtliche Streichhölzer mit mir rumschleppen. Gott, muss ich das jetzt hier jedes Mal bestätigen? Oh Gott, das ist natürlich auch überhaupt nicht anstrengend. Wir sind wenigstens mal 36. Also ich kann ja ein paar mitnehmen. So, habe ich jetzt alle ausgepackt. Kartonstreichhölzer. Ich nehme ein so ein Päckchen von den Kartonstreichhölzern mit. Jetzt haben wir 14 Kilo knapp. Wie ich es gesagt hatte, ich werde Beil und ich werde auch das Jagdgewehr zu Hause lassen. Beide Jagdgewehre tatsächlich. Was habe ich hier noch? Irgendwas, was ich nicht unbedingt brauche. Sturmlaterne, die könnte bei Gelegenheit mal nachgefüllt werden, wird jetzt aber, glaube ich, für heute noch ausreichen. Ja, okay, also ich glaube, dann bin ich erstmal soweit ganz gut ausgestattet. Jetzt werden wir noch ein bisschen schauen, was habe ich denn zu essen und zu trinken bei mir. Okay, also das könnte tatsächlich auch noch ein bisschen was. Ich esse mal noch die Cracker und trinke gleich was hinterher. Und dann werden wir auch noch ein bisschen Wasser mitnehmen. Trinken. Müsste jetzt eigentlich hingehauen. Haben 2040 Kalorien, das ist mir auch. Kann ich eigentlich noch. Dann esse ich jetzt noch dieses komische Beef Jerky hier. Das ist ohnehin schon nicht mehr in ganz so gutem Zustand. So, jetzt müsste es aber doch. Okay, das hat ein bisschen Durst gemacht. Das macht nichts. Ein bisschen was werde ich mitnehmen. Den ein oder anderen Energieriegel. Und zwei Brausen. Das müsste eigentlich reichen, um zumindest irgendwie, jetzt sollte ich tagsüber Hunger bekommen. Und selbst wenn ich zwischendurch irgendwo anhalten müsste, irgendwie für eine Nacht, komme ich nicht unbedingt damit so richtig gut über die Runden, aber zumindest so, dass ich nicht sterben muss. Und 14,3 Kilo, das ist sehr in Ordnung. So, und der Plan ist jetzt, wenn ich jetzt hier rauskomme, das müsste theoretisch der Hauptausgang sein. Und dann nach der Karte zu urteilen, müsste ich eigentlich nach Süden gucken. Ach du Scheiße. Also dieser Nebel hier immer. So, aber trotzdem glaube ich, habe ich recht, nehme mal die Fackel in die Hand, vorsichtshalber. Was haben wir denn? Minus, oh Gott, nee. Also bei minus 22 Grad brauche ich überhaupt nicht versuchen loszugehen. Das ist totaler Quatsch. Dann werde ich hier drinnen mal vielleicht einfach noch meine Ausrüstung überprüfen. Also sprich mal, mir nochmal meine Klamotten angucken. Muss ich hier noch irgendwas reparieren? Das ist auch alles eher so ein bisschen noch sehr, sehr in Ordnung hier. Klar, ich könnte natürlich, aber es muss eigentlich auch nicht unbedingt sein. Hier Bandagen, also so Medizinkram. Kann ich davon eigentlich irgendwas zu Hause lassen? Antibiotika. Habe ich irgendwo einen Medizinschrank mir eingerichtet? Oben gibt es doch gerade, oder gibt es hier unten, gibt es doch auch ein Bad? Gibt es in dem Bad ein Medizinschränkchen? Nee, das nicht, aber ich könnte das ja hier reintun. Hier gibt es ein Medizinschränkchen, sehr gut. Dann gucken wir mal hier kurz. Erste Hilfe. Ich muss doch, glaube ich, nicht, also zumindest nicht alles umlagern. So, jetzt habe ich noch einmal Antibiotika. Schmerzmittel werde ich auch. So. Dann können wir noch ein bisschen Gewicht sparen. Die Verbände nehme ich mal lieber mit. Antiseptikum habe ich ohnehin wenig. Also ein bisschen hoffen, dass da nicht allzu viel passiert. Und draußen ist immer noch die Hölle los. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt hier mit dem angebrochenen Tag? Dann versuche ich mal noch irgendwie eine Runde
zu schlafen oder so. Vielleicht mal eine Stunde. Kann ich jetzt auch mal schnell hier in ein Doppelstockbett. Na, draußen ist immer noch. Draußen ist immer noch die Hölle los. Ich wollte eigentlich auch noch Wasser mitnehmen, das habe ich vergessen. Dann könnte ich ja mal hier das aus der Toilette schöpfen. Alles nehmen. 1,7 Liter noch dazu. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen schwerer. 15,8, aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Wasser. Also, das habe ich jetzt 2,4 Liter. Ja, das, man soll ja reichlich trinken. Man kann da draußen jetzt mal das Wetter besser werden. Das wäre mir nicht unrecht. Hier ist auch noch eine Laterne. Wie viele Fackeln habe ich eigentlich? Ziemlich viele sogar. Das ist ganz cool. Sonst hätte ich jetzt überlegt, ich probiere mir mal welche herzustellen. Aber ich habe auch gar keine... Ich brauche, glaube ich, dafür... Irgendwas braucht man dafür. Altholz, Lampenöl und Stoff. Ne, das hätte ich eigentlich sogar alles. Dann werde ich jetzt nochmal irgendwie eine Runde nächtigen. Ja. Sonst gehen wir halt nachmittags los. Auch egal. Bringt uns nichts. Bei dem Wetter brauche ich nicht rauszugehen. Egal wie gut meine Klamotten sind. So, Viertel nach eins. Okay, jetzt scheint es sich ein bisschen beruhigt zu haben. Oh, hier liegt Stoff. Ah, kann da auch liegen bleiben. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Draußen. Okay. Minus 2, das ist in Ordnung. Ich habe Durst. Ich trinke mal schnell was. Bevor wir losgehen. Und der Plan war jetzt eigentlich, wenn ich hier rausgucke, müsste ich jetzt hier, müsste eigentlich irgendwo eine so eine Art Straße kommen. Das Ding hier, glaube ich. Das müsste so eine Art Straße sein. Die führt nämlich da vorne zu der großen Straße. Und wenn wir die jetzt hier lang weitergehen können, müsste irgendwann eine Kreuzung kommen. Hm, genau, diese meine ich. Jetzt können wir uns entscheiden, warum wir laufen wollen. So lang. Ne, ich laufe lieber so lang. Also rechts. Und dann kommt wieder eine Kreuzung und da biegen wir dann links ab. Und auf diesem Plateau hier links neben mir, da sollte theoretisch noch ein Gebäude draufstehen. Das weiß ich aber nicht so genau. Ob das stimmt. Jetzt wird es hier wieder ein bisschen unübersichtlich. Muss ein bisschen vorsichtig sein. So, das ist jetzt hier die Kreuzung hier jetzt nach links. Und hier rechts, das müsste dann eigentlich schon der Blick auf den eingefrorenen Fluss sein. Oh, oh, oh. Wo bist du? Nein, der kümmert sich um den scheiß Hirsch. Verdammt. Jetzt habe ich die Fackel verschwendet dafür. Aber da sind natürlich auch eine ganze Menge Wölfe. Ich gehe jetzt mal hier hoch, einfach nur um ein bisschen Abstand reinzukriegen. Da ist auch noch ein Wolf. Ah, hier sammelt sich das wieder so ein bisschen. Und ich muss jetzt aufpassen, nicht die Orientierung zu verlieren. So. Was ist das da drüben? Auch bloß, da guckt auch bloß ein Stein durch. Ah ja, hier sind wir wieder an der Seite. Ich glaube nicht, dass hier noch eine Hütte kommt. Ich denke, das ist auf der Karte, die ich verwende. Ach doch, da. Falsch eingezeichnet, wollte ich sagen. Aber so schnell wird man eines Besseren belehrt. Aber das ist auch gar nicht so eine richtige Hütte. Das ist nur, das tut nur so, als ob. Gucken, ob es hier irgendwas gibt. Hier ist es auf jeden Fall ein bisschen wärmer. Hier gibt es Holz und... eine Leiche und wenigstens noch eine Fackel, die ich aus irgendwelchen Gründen nicht aufnehmen kann. Doch,
So. Verband. Wo kommt denn noch irgendwas anderes Sinnvolles bei sich hatte? Nee. Kann man ihm nicht vorwerfen. Nehme ich das Holz mit? Tannenholz. Ja, ich nehme das mit. Ich bin ja mit wenig Zeug losgegangen, um so viel wie möglich mitzunehmen. Na, Streichhölzer. Ja. Arbeitsstiefel. 81%. Die muss ich mir jetzt gleich mal angucken, ob die besser sind als die, die ich habe. Ich habe einfache Stiefel. Die bringen 0,9. Und die Dinger bringen 1,6 und 0,8. 0,9 und 0. Na, auf jeden Fall ziehe ich die Arbeitsstiefel an. Anziehen. Und da geht sogar noch was. Das heißt, die kann ich noch reparieren. Und dann geht da noch ein bisschen was. Wahrscheinlich geht er hier auf Einzug. Oh, 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 oh. Oh. Ihr habt es auch gehört, nehme ich an. Muss mich jetzt wieder ein bisschen orientieren. Aber vor allen Dingen aufpassen, dass hier nicht irgendwo, da drüben ist ein Hirsch. Wo kam das Wolfsgeheul her? So, und jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich hier runterlaufe, müsste ich eigentlich auch nochmal auf eine Kreuzung kommen. Ich laufe irgendwie hier, damit ich das hier auch so ein bisschen einsehen kann, rechter Hand. Ich keine Lust habe, mich von irgendeinem Wolf überraschen zu lassen. So, das ist jetzt hier diese Kreuzung, okay. Hier komme ich nicht hoch, verdammt. Schnee ist zu hoch. Doch, hier. Okay, sehr gut. Das ist der, ist das der Carport oder ist das ein anderer? Das ist der Carport, glaube ich, ne? Wo wir in der vorletzten Folge dran vorbeigekommen sind. Wie gesagt, eigentlich müsste nach links hier irgendwann noch eine Abzweigungsmöglichkeit kommen. Da hinten ist ein Wolf. Ich hoffe, ich erkenne diesen Abzweig, aber eigentlich sollte das zu sehen sein. Ist das hier? Ja, ich glaube, das ist... Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, aber es ist einfach nur die Fackel gewesen, die ausgegangen ist. Ich nehme schon mal die nächste in die Hand. Ich glaube, das müsste hier dieser Abzweig sein. Gucken wir mal kurz. Kälte ist sehr in Ordnung, sind plus 4 Grad. Hunger, Durst und Erschöpfung steigen langsam an. Ah ja, Brücke. 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 Bin ich unter dieser Brücke auch mal hindurchgelaufen? Ich weiß es gar nicht genau. Kann eigentlich nicht sein. Und da geradezu ist auf jeden Fall Gebäuderuinen. Ach nee, das sind auch nur diese Seitenbefestigungen und da hinten ist irgendwas. Kalorien, 1500, alles gut. Zwischendurch immer nur mal kurz raufgucken. Manchmal vergisst man dann, ach scheiße, ich hätte mal was essen sollen oder so. Und dann ist es ärgerlich, weil es dann schon zu spät ist. Da hinten jagt ein Wolf mehrere Karnickel. Eins hat er gefangen. Iss es doch auf, bevor du das zweite anfängst zu jagen. Ach, sind die Augen wieder größer als der Magen. Da drüben sind kaputte Gebäude. Was ist das hier? Ah ja, also offensichtlich auch irgendwas ist hier angebaut worden. Hoppla. Nee, kannst du die bitte wieder mitnehmen? Vielen Dank. Was ist das? Kann das was? Kann ich damit was machen? Nee. Was baut man denn auf diese Art und Weise an? Schwer zu sagen. Three Strikes, Bauernhof. Okay. Da drüben ist der Wolf irgendwo gewesen gerade noch. Ich gehe jetzt erstmal hier. Ich nehme an, von den Häusern ist hier auch keins richtig begehbar. Die sind alle so kaputt. Ja. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas hier in den Trümmern. Oh, hier gibt es zumindest ein Fass, in dem ich notfalls ein Feuer machen könnte. Hier könnte ich 1,5 Kilo Fleisch noch rausholen. Bringt mir das was? Mit dem Jagdmesser? Nee, da ziehe ich bloß die Wölfe an. Und ich bin ja nicht... Hier ist tatsächlich eine Feuertonne.
Da hat jemand Dinge für mich kaltgestellt. Tomatensuppe, Hundefutter, Wasser, Erste-Hilfe-Set. Mal sehen, was da drin ist. What have we here? Na, Antibiotika. Gut, dass ich gerade welche ausgepackt habe. Einfache Handschuhe. Und Schlafsack. Ne, nicht anzünden, um Gottes Willen. Zedernholz. Wie sind wir vom Gewicht her aufgestellt jetzt? 23,9. Und was ich schon alles mitgenommen habe. Also es ist auf definitiv eine gute Idee, ohne das ganz große Gewicht loszugehen. Glaube ich. Das hat sich meines Erachtens nach jetzt schon als positiv erwiesen. Okay, hier gibt es nichts weiter. Kurz einmal noch dahinter gucken. Man will ja auch gründlich sein. Gott, hier gibt es so viel Wildnis. Da hinten liegt auch noch ein totes Reh, würde ich sagen. Hier ist noch ein bisschen Altholz, nehme ich auch mal mit. Schadet nichts. So, okay. Also das war diese Ansammlung von Dingen. Da ist die... ist der Weg und die Brücke. Ich gehe mal ein Stückchen hier lang weiter. Wie spät ist es denn? 15.25 Uhr. Ja, im Zweifel. Ich glaube, noch ist ein bisschen Zeit. Also noch muss ich mir jetzt keine allzu großen Gedanken machen. Es ist jetzt hier natürlich straight in die Wildnis. Also ich weiß nicht, ob jetzt hier noch irgendwas kommt. Ich will mindestens mal gucken. Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter hoch. Ja. Jede Menge Hasen gibt's hier. Ja, das ist jetzt natürlich besonders anstrengend. Wie sieht es mit der Erschöpfung aus? Ganz in Ordnung. Ich könnte eine Kleinigkeit essen. Werde ich vielleicht auch einfach mal machen. Kalte Tomatensuppe nicht unbedingt. Vielleicht erstmal so ein Riegel hier. Yummy, yummy. Ja, ja, ein bisschen was hat es gebracht. Das ist sehr okay. Das ist jetzt hier die pure Neugier, was ich hier mache. Also denke irgendwie, wenn sie das, sich die Mühe gemacht haben, hier dieses ganze Gebiet zu erstellen, kann man ja auch mal langlaufen und mal reinschauen. Auch wenn aller Voraussicht nach nichts zu finden ist. Okay, jetzt ist 15 Uhr und eigentlich ist von der Uhrzeit ist eigentlich noch total okay. Sieht schon ein bisschen geil aus, ne? Wenn man jetzt noch Skier finden könnte, dann könnte man hier schön runter cruisen. Da wird es nicht hochgehen, das ist auch in Ordnung so. Ein bisschen aufpassen, ich hasse das, wenn das neben mir irgendwie so hochgeht und ich es nicht richtig einsehen kann, dann habe ich immer das Gefühl, da kommt gleich Gevatter Isegrim aus der Hecke gesprungen und dreht mir den Hals um. Das ist kein sonderlich beruhigendes Gefühl. Da möchte ich gerne mal hoch und runter gucken, ehrlich gesagt. Was gibt's hier noch? Wenn überhaupt? Irgendwas? Nee. Irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme oder ob das zu steil ist. Ich vermute fast, dass das zu steil sein wird. Aber es sieht mir so aus, als wenn man da von dort aus in die andere Richtung einen recht netten Ausblick hat. Aber hier komme ich, glaube ich, nicht hoch, ne? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Und wie gesagt, ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht grenzenlos verlaufe. Ach du Scheiße. Wie gesagt, ich wollte hier mal hoch wegen...
Wegen des Ausblicks. Ah, hier komme ich auch nicht hoch. Ah, okay. Also dieser Berg ist offensichtlich nicht dazu gedacht, bestiegen zu werden. So. Hier können wir jetzt mal so mal gut weit gucken, kann man hier nicht der Bäume wegen. Ist das jetzt die Rückseite von diesem Berg? Kann das sein? Hier komme ich doch bestimmt hoch. Ja, hier komme ich hoch. Sehr schön. Muss ich nur wieder aufpassen, dass ich dann auch wieder zurückkomme. Aber hier kann man so ein bisschen, naja, so ein bisschen kann man hier gucken. War nicht richtig. Oh. Ja, und dass man nicht so richtig gucken kann, das hat auch seinen Grund. Weil nämlich jetzt das ganz üble Wetter heraufzieht. Verdammt. Oh, shit. Minus 7 Grad, Kälte geht jetzt rapide hoch. Na, da habe ich mir ja was eingebrockt. Ich hätte es wissen müssen. Okay, ich muss irgendwie auf die windgeschützte Seite hier von dem Berg erstmal. Das funktioniert nämlich tatsächlich sogar, dass hier wärmer ist. Shit. Ja, hier muss ich jetzt ausharren und warten, was das Wetter mit mir macht. Und ihr müsst auch warten bis zur nächsten Folge, um zu sehen, ob ich das hier überlebe und hinter mich bringen kann. Was angefangen hat als ein harmloser Ausflug, ist jetzt tatsächlich ein bisschen dramatischer geworden. Bis dahin sage ich aber erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.